Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch. Ich begrüße euch auch in YouTube. Alle, die heute wieder zugeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Und am Anfang möchte ich jetzt einfach erstmal beten. Vater, ich danke dir. Danke, dass du unser Papa bist. Danke, Heiliger Geist, dass du lebst und dass du in uns lebst. Und ich danke dir auch für dein Wort. Und ich danke dir, Vater, dass ich dein Wort predigen darf. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mich lenkst und leitest und dass du auch unsere Herzen aufmachst, damit jeder von uns verstehen kann, was du ihm ganz persönlich sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. So, am Anfang habe ich eine Frage. Bist du noch eine Waise oder bist du schon ein Sohn oder eine Tochter? Das ist die Frage. Weisen. Jesus sagt in Johannes 14, 18, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Und er sprach da von seinem Heiligen Geist, den er denen schenkt, die an ihn glauben. Und vielleicht hast du dein Leben noch nie Jesus gegeben. Vielleicht denkst du aber auch, ja wieso, ich bin doch Christ, ich gehöre doch schon Jesus. Ich bin doch schon ein Kind Gottes. Warum stellst du noch diese Frage? Und um zu sehen, warum ich diese Frage stelle, wollen wir uns mal anschauen, was ein Waisenkind ausmacht. Ja? Wenn man sich so vorstellt, die Waisenkinder, die in Afrika oder auch früher in Europa waren, das war ganz anders als heute, ja. Ich meine, selbst heute haben es Waisenkinder noch sehr viel schwerer als Kinder mit guten Eltern. Aber wenn man in die Welt rausguckt und sich anschaut, was mit Waisen im Allgemeinen passiert, ist das wirklich heftig. Ja? Also da gibt es Dinge, die tatsächlich da sind. Dann gibt es Dinge, die diese Waisen tun müssen, um zu überleben. Und dann gibt es Dinge, die in den Herzen in dem Charakter von diesen Waisen passieren, weil sie Waisen sind. Und es kann sein, dass du kein Waise bist. Es kann sein, dass du mit beiden Elternteilen aufgewachsen bist. Es kann sein, dass du dich trotzdem wie ein Waise benimmst, fühlst oder dein Charakter in die Richtung gegangen ist, weil ohne Jesus, sagt Jesus hier, sind wir alle Waisen. Weil wenn Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, weil ich meinen Heiligen Geist schicke, ist es eigentlich so, dass jeder Mensch ohne Jesus ein Waise ist. Die Welt ist voller Waisen. Und um das besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt mal an, wie das so einem Waisenkind geht. Ein Waisenkind hat keinen Schutz. Ja, es ist meistens auf der Straße, es ist meistens, wenn es Glück hat, noch in einem Waisenhaus, wo aber auch Missbrauch herrscht bis zum geht nicht mehr unter den Kindern, von den älteren zu den jüngeren Kindern, von den Betreuern und so weiter. Ein Waisenkind hat keinen Schutz. Ein Waisenkind hat keine Versorgung. Ein Waisenkind ist ohne Zukunft. Ja? Ein Waisenkind wird als unwichtig angesehen. Ja, wenn du hörst, wie viele Kinder Tag für Tag einfach umgebracht werden, Waisenkinder, verkauft werden, missbraucht werden, die sind nicht wichtig. Die sind für die Gesellschaft nicht wichtig. Sie werden nicht gesehen. Es gibt niemanden, der sie sieht. Es gibt niemanden, der auf sie aufpasst. Niemanden, der sie einfach sieht, dass sie da sind. Ja? Sie müssen sich auch verstecken. In vielen Ländern müssen sie sich verstecken. Sie bekommen keine Erziehung und erst recht keine Bildung. Und sie haben keine Liebe. Sie bekommen keine Liebe. Sie sind Krankheiten ausgeliefert, bekommen keine medizinische Versorgung. Sie sind immer hungrig. Und vielleicht das Allerschlimmste von allem, sie haben keine Identität.
Und vielleicht hast du dich da in einigen Dingen schon so ein bisschen wiedergefunden, dass du dich manchmal so fühlst. Vielleicht bist du auch in einem Kontext aufgewachsen, wo das tatsächlich so war. Vielleicht hattest du gewalttätige Eltern und du hattest niemanden, der dich beschützt. Vielleicht wurdest du missbraucht und niemand hat dich davor bewahrt. Vielleicht hat sich niemand um deine Gesundheit gekümmert. Vielleicht gab es nicht genug zu essen da, wo du aufgewachsen bist. Vielleicht haben deine Eltern dich einfach machen lassen und dich nicht erzogen. Ja? Vielleicht wurde dir die Bildung verwehrt, weil du Mädchen bist. Oder weil deine Eltern gesagt haben, oh, das braucht man nicht. Ja? Waren alle nur Handwerker, kannst nicht studieren. Ja? Vielleicht hat dir irgendwas von dem tatsächlich gefehlt. Wie überleben das Waisenkinder? Wie überleben sie das? Sie sind immer wachsam. Sie sind misstrauisch. Sie sorgen für sich selber. Ja? Sie sind immer kampfbereit. Sie leben nur für den Moment. Sie werden lästig. Ja, wenn du so in irgendeinem armen Land über die Straße läufst und du bist ein Europäer, ja, dann kleben dir alle diese Kinder an den Zipfel. Ja. Sie sind lästig für die Gesellschaft. Deswegen werden ja auch so viele von denen einfach umgebracht oder in die Sklaverei verkauft. Sie werden kriminell. Sie prostituieren sich. Sie lügen. Sie hängen sich an Menschen, von denen sie glauben, was kriegen zu können. Sie hängen sich an Banden, an andere, an größere Kinder, von denen sie glauben, dass sie beschützen können. Lassen sich von denen dann alles gefallen, ja? Es macht was mit ihrem Charakter, immer auf der Hut sein zu müssen, nie zu wissen, wo sie heute Abend schlafen werden, nie zu wissen, wie sie den nächsten Tag überleben sollen. Es macht was mit ihrem Sein. Und vielleicht bist du immer noch weit weg von dem Ganzen. Du denkst, nee, so ist mir das nie gegangen. So musste ich nicht leben. Ja? Aber vielleicht siehst du jetzt, bei dem Letzten ist das, wie sie charaktermäßig darauf reagieren. Und da finden wir uns dann doch öfter mal wieder, auch wenn wir nicht als Waisen aufgewachsen sind. Wenn wir das Waisesein ohne Gott, dieses Waisenleben ohne einen liebenden Vater, immer noch in uns drin stecken haben, ja, dann sind wir immer in Sorge. Wir sorgen uns ständig. Ja. Wir sind ängstlich. Ich meine, Waisenkinder haben da einen Grund dazu, ja? Echte Waisenkinder. Aber auch wir alle Menschen eigentlich, die Gott nicht haben. Und selbst Christen, die zwar eigentlich Gott haben, aber das noch nicht verinnerlicht haben, dass Gott gut ist, dass Gott unser Vater ist, dass Gott uns liebt und sich um uns kümmert. Wir haben immer noch diese Waisenmentalität. Das ist eine Mentalität, immer in Sorge zu sein. Ah, was könnte denn passieren? Jetzt haben wir Corona und gerade momentan kommt das ganz, ganz stark durch, dass wir eine Gesellschaft haben, von Waisenkindern. Wenn du die Nachrichten schaust, wenn du schaust, wie die Menschen reagieren, dann siehst du, dass die alle Waisen sind. Ja? Wäre besser, sie wären Waisen mit EI. Aber sie sind Waisen mit AI. Ja? Sie machen sich Sorgen um alles und jedes. Ja? Sie sind dauernd ängstlich. Sie sind unruhig. Ständig getrieben. Müssen mehr leisten, müssen mehr machen, müssen sich besser schützen, müssen mehr dies, müssen mehr das, müssen alles Mögliche, ja.
Sie sind misstrauisch. Sie vertrauen nicht. Sie sind rebellisch. Ein Waisenkind hat keinen freundlichen, liebenden Erzieher gehabt. Und deswegen kann ein Waisenkind ganz schwer mit Autorität umgehen. Weil die einzige Autorität, die ein Waisenkind vielleicht kennt, sind die Polizisten, die es wegscheuchen. Oder sind die älteren Kinder, die es unterdrücken. Ja, das ist, ein Waisenkind kann nicht einer Autorität vertrauen. Deswegen wird ein Waisenkind automatisch rebellisch. Und es ist sehr viel Rebellion momentan in unserer Gesellschaft. Ja? Jeder weiß es besser. Misstrauen. Ne? Jeder misstraut dem anderen. Eifersucht. Eifersucht und Neid ist auch ein Zeichen von der Waisenmentalität. Ich brauche das, was der andere hat. Ja? Ein Waisenkind möchte das, was ein Kind ohne Eltern, mit Eltern hat, natürlich gerne haben. Ein Waisenkind hat nie genug. Und deswegen hat es genügend Grund, eifersüchtig und neidisch zu sein. Aber wenn wir Gott als Vater haben, haben wir keinen Grund mehr dazu. Aber das klebt, das Zeug. Das kriegen wir nicht so schnell weg. Das klebt in uns. Ja? Wir müssen uns damit beschäftigen, mit dieser Waisenmentalität. Wenn wir ein Gefühl haben von Eifersucht oder Neid, dann müssen wir uns fragen, warte mal, bin ich noch ein Waise? Oder bin ich eigentlich schon ein Kind, ein Erbe Gottes? Schamvoll. Ein Waise schämt sich dafür, dass es ein Waisenkind ist. Es kann nichts dafür. Aber in der Gesellschaft werden Waisenkinder auch ganz oft ausgegrenzt. Sie werden ausgelacht. Sie sind die Loser, obwohl sie nichts Böses getan haben. Ja, lassen das oft gerade andere Kinder an denen aus, Waisenkind, ja, du hast niemanden. Weil sie wissen, sie sind ohne Schutz. Ja. Und wenn wir uns dauernd schämen für das, was wir sind, dann ist das auch ein Zeichen von einer Waisenmentalität, die wir noch haben. Denn so wie wir das Bild vorhin hatten in der Anbetungszeit, der Vater ist stolz auf uns. Und dann brauchen wir uns nicht schämen für das, was wir sind. Ja? Aber so viele Christen sind so schamvoll, so eine Schamgesellschaft. Ich schäme mich für meine Fehler, die ich früher gemacht habe. Ich schäme mich für meinen Status, weil ich nicht verheiratet bin, weil ich keine Kinder habe, weil ich keinen tollen Job habe, weil ich graue Haare kriege oder Runzeln habe. Ja? Man schämt sich. Ja? Waisenkinder schämen sich, weil sie Waisenkinder sind. Und sie tatsächlich dreckig sind. Sie tatsächlich verlottert rumlaufen. Sie tatsächlich nichts haben und lügen und kriminell sind und was weiß ich was. Ja? Aber wenn wir uns schämen, obwohl wir einen Vater im Himmel haben, dann sollten wir uns mal fragen, hey, wieso hängt diese Waisenmentalität der Scham immer noch an uns? Was habe ich da verpasst? Ja? Abhängig. Waisenkinder sind immer abhängig von irgendwas, irgendjemandem. Ja? Vor allem von Menschen. Weil sie immer glauben, von irgendjemandem irgendwas zu kriegen, was sie brauchen. Ja? Und wenn wir immer noch abhängig sind davon, dass uns Leute toll finden, dass uns Leute sagen, wie wunderbar wir sind, dass uns Menschen unterstützen. Und ja, Menschen sollten uns unterstützen, aber als erstes Mal, wenn wir Hilfe brauchen, sollten wir zu unserem Vater gehen. Und er schickt dann schon jemanden, ja? Ganz oft sind Leute von Gemeinden total enttäuscht, weil sie nicht die Hilfe bekommen haben oder die Zuneigung bekommen haben, die Liebe bekommen haben, die sie da gesucht haben. Und das liegt ganz oft nicht an den Leitern, nicht an den anderen Christen, sondern wenn Gott sieht, dass du deine Liebe nicht bei ihm suchst, sondern bei deinem Pastor. Wenn Gott sieht, dass du dich nicht von ihm abhängig machst, sondern von den Menschen in deiner Gemeinde.
dann wird er dafür sorgen, dass die dir das, was du haben willst, nicht mehr geben. Und ganz viele Menschen laufen dann aus der Gemeinde weg, statt zu Gott zu laufen. Und das ist schade, das ist Waisenmentalität. Ja? Wir haben einen Vater und wenn wir zu dem gehen und sagen, Vater, ich brauche mehr Ermutigung und ich kriege die gerade nicht. Ja? Er wird jemanden schicken, der dich ermutigt. Er wird dich selber ermutigen, er wird zu dir sprechen. Aber Menschen zu suchen, ist immer der falsche Weg. Man wird verführbar. Waisenkinder sind verführbar. Wie viele Waisenkinder sind in der Zwangsprostitution gelandet? In irgendwelchen sklavenartigen Arbeitsverhältnissen? Weil ihnen jemand was versprochen hat. Und wie oft werden wir selber verführt? Mir fiel das am Donnerstag auf oder Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr genau. Da habe ich die App von einem gewissen Laden angeschaut. Ich werde jetzt den Namen nicht sagen, ich mache keine Schleichwerbung. Und in dieser App wurde mir gesagt, dass ich einen Coupon habe für 50 Cent, also, dass ich 50 Cent sparen kann, weniger bezahlen muss, wenn ich da in den nächsten 3 Tagen noch hingehe. Mein Fleisch sagt, ja, wir müssen da hin. Ja? Und dann habe ich mir das aber mal angeguckt und gedacht, nee, eigentlich brauche ich nichts aus diesem Laden. Eigentlich habe ich noch alles. Und es ist ein guter Laden, ich gehe da oft hin, aber in dieser Woche brauchte ich nichts. Ja? Aber diese 50 Cent Ersparnis, die hätten mich fast dazu verführt, dahin zu gehen. Aber diese 50 Cent Ersparnis hätte ich nur gekriegt, wenn ich für 10 Euro eingekauft hätte. Ja? Und ich hätte bestimmt was für 10 Euro gefunden. Es ist ja eigentlich ein guter Laden, ja? Aber da habe ich so gemerkt, oh Mann, das ist Waisenmentalität. Ich meine, ich habe einen Vater, dem Himmel und Erde gehören. Alles Gold dieser Erde gehört Gott. Und ich lasse mich verführen, irgendwo einkaufen zu gehen, obwohl ich es gar nicht brauche. Wegen 50 Cent? Nee, ich habe gedacht, nee Leute, das mache ich jetzt nicht. Ich gehe gerne dahin, wenn ich was brauche. Ich lasse mir auch gerne 50 Cent schenken. Aber diese Verführung, ja? Wie oft lassen wir uns verführen, weil es irgendwo ein Sonderangebot gibt? Wie oft lassen wir uns verführen, dazu Sachen zu kaufen, die wir gar nicht brauchen, nur weil sie günstig sind? Oder weil wir irgendeine Werbung sind. Die ganze Werbeindustrie lebt vom Waisengeist. Lebt davon, dass wir immer denken, wir brauchen noch irgendwas, damit wir was sind. Damit wir irgendjemand sind, damit wir eine Identität haben. Und dann kriegst du so ein tolles Video von einer perfekten Familie vorgeführt, die du nie hattest. Und erst nach so und so, diese oder jene, Margarine. Oder die fahren jenes Auto. Oder diese super, super sexy heißen Feger, die genau diese Creme verwenden. Und die haben keine einzige Falte. Naja, die sind 40 Jahre jünger als du. Und du denkst, du musst diese Creme kaufen, damit du genauso aussiehst. Das ist Verführung. Und wenn ich weiß, mein Papa im Himmel ist stolz auf mich, mein Papa hat mich genau so geschaffen, wie ich bin. Und ja, ich kann aufpassen, dass ich nicht in die Breite gehe wie verrückt, ja. Aber ich muss keine Supermodellfigur haben und ich kriege die auch nicht, wenn ich dieses oder jenes Produkt zu mir nehme. Ja? Und ich meine, die dritte Werbung danach ist für Schokolade. Also das kannst du gerade vergessen, ja. Und dann gibt es dann noch die Gummibärchen. Und überhaupt, ja, also wir werden verführbar. Wir werden verführbar, wenn wir eine Waisenmentalität haben, weil wir immer denken, wir brauchen noch irgendwas. Und Waisenkinder sind sehr verführbar. Und sie sind suchtgefährdet. Ich glaube, dass 90% der Waisenkinder in den armen Ländern, die schnüffeln Klebstoff. Ja, das ist billig und macht das Gehirn total kaputt. Aber sie brauchen das, um sich abzulenken von ihrem Elend.
Und wenn wir eine Waisenmentalität haben, dann sind wir suchtgefährdet. Das muss nicht Lebstoff sein. Das können auch Schokolade sein, das kann unsere Arbeit sein, das kann Pornografie sein, das kann Filme sein, das kann Cola sein. Cola kann das auch sein, ja. Es können irgendwelche Substanzen sein, ja. Medikamente, was auch immer. Es kann so viel sein, ja, wo wir uns dran klammern, weil wir nicht zum Vater gehen. Ja, weil wir denken, wir müssen uns selber darum kümmern. Wir müssen uns selber darum kümmern, dass es uns seelisch gut geht. Ja? So ein Waisenkind hat kein Selbstwertgefühl. Wenn wir immer die Bestätigung von jemandem brauchen, dass wir wertvoll sind, wenn unsere Welt zusammenfällt, wenn uns jemand kritisiert, dann haben wir Waisenmentalität. Dann ist nicht der Böse schuld, der uns kritisiert hat. Der hat nur seine Meinung gesagt. Sondern dann haben wir eine Waisenmentalität, weil Kritik kann einfach auch uns helfen, besser zu werden. Und wenn sie unberechtigt ist, ja, wir haben darüber nachgedacht, nö, finde ich nicht, also ciao. Ja? Aber wenn du kein Selbstwertgefühl hast, weil du keinen Papa hast, der dir sagt, du bist wertvoll, du bist gut, so wie du bist, ich schätze dich, ich liebe dich, dann werden wir unser Selbstwert sonst wo suchen und nicht da, wo es hingehört. Und das führt zu allen möglichen Sachen. Das führt dazu, dass wir auf der Arbeit nie Nein sagen können. Das führt dazu, dass wir unseren Kindern nicht Nein sagen können, unseren Partnern nicht Nein sagen können. Dass wir uns völlig verrückt machen, um andere zufriedenzustellen. Es kann dazu führen, dass du junge Mädchen, Frauen mit irgendwelchen Leuten ins Bett gehen, nur damit sie ein bisschen Anerkennung kriegen, ein bisschen Liebe bekommen, ein bisschen Selbstwert bekommen. Macht natürlich eigentlich das Gegenteil mit ihnen, aber so weit denkt das Waisenkind nicht. Ja? Ein Waisenkind hat kein Selbstvertrauen. Es traut sich nichts zu, ja? Weil es ja auch immer nur gehört hat, du kannst das nicht, du bist das nicht. Du bist nichts, du bist niemand. Es fehlt die Identität. Und wenn uns Selbstvertrauen fehlt und wir Angst haben, mit Menschen zu sprechen, Angst haben, Menschen zu sagen, was wir denken, wenn wir uns immer verstecken hinter einer Maske von mir geht's gut, ja, oder uns eine Identität erfunden haben, die überhaupt nicht stimmt, ja, die immer starke. Die nie Probleme macht, die immer alles kann, der Held, der immer jeden retten muss, ja? Der Sportler, der jedes Wochenende Siege einfährt. Und weh, dann hast du mal eine Verletzung, dann bist du weg, du bist nicht mehr da. Ja? Wenn du deine Identität aus dem herausgezogen hast, was du tust, bist du weg, wenn du das nicht mehr tun kannst. Die Mutter, die verschwindet, sobald ihre Kinder aus dem Haus sind. Ja, was bist du dann, wenn du nur Mutter warst? Wer bist du, wenn deine Kinder alt genug sind, aus dem Haus auszuziehen? Der Angestellte, der nur für seine Arbeit lebt und seine ganze Identität aus seiner Leistung auf der Arbeit zieht. Und dann kommt Corona und der Laden macht dicht. Dann ist die Identität weg. Wenn du keine Identität hast in deinem Vater im Himmel, wenn deine Identität nur daherkommt, was du tust, dann verschwindet die, wenn das nicht mehr funktioniert. Falscher Stolz. Das ist auch so ein bisschen das, was wir hatten mit dem keine Kritik erlauben. Ja? Falscher Stolz auf das, was ich bin oder das, was ich kann. Ja. Das Waisenkind, was ein bisschen größer ist als die anderen. Und was stolz darauf ist, wie gut es klauen kann. Wie gut es betrügen kann, wie gut es lügen kann. Ja. Es
Das ist diese Mentalität, wenn wir auf das stolz sind, was wir tun. Und dann so einen falschen Stolz aufbauen. Ja? Den haben wir meistens nicht, weil wir wirklich gut sind. Den haben wir meistens nicht, weil wir wirkliches Selbstvertrauen haben. Ein Mensch, der Selbstwertgefühl hat, der kann stolz auf das sein, was er tut. Aber der wird davon nicht überheblich, zickig oder ja, arrogant. Ja? So eine Arroganz ist ganz oft eigentlich ein Zeichen von einer Waisenkind-Mentalität. Lügen. Ein Waisenkind lügt. Und wie oft lügen wir? Nein, ich lüge nicht. Ja, vielleicht nicht so direkt. Vielleicht bauschen wir nur irgendeine Story auf. Vielleicht erzählen wir nur irgendwas weiter, um es wichtig zu machen, von dem wir gar nicht wissen, ob es stimmt oder nicht. Ja, vielleicht tratschen und klatschen wir und erzählen die Fehler anderer, damit unsere Fehler verschwinden. Damit niemand auf unsere Fehler schaut, zeigen wir auf die Fehler anderer. Auch das ist nicht Zeichen von einem Kind Gottes, von jemandem, der wirklich ein Sohn oder eine Tochter von Gott ist und sich dessen auch bewusst ist. Ja? Wenn wir immer für uns selber sorgen müssen, unsere Ellbogen einsetzen, damit wir vorankommen und Gott nicht vertrauen, dass er das hinkriegt, ja? Immer dieses Kämpfen, immer kampfbereit sein, ja? Diese Aggressivität, Waisenmentalität, absolut, ja. Ja, und vielleicht hast du dich da bei einem oder anderen so ein bisschen wiedererkannt oder du hast gesagt, ja, stimmt, so war ich früher, ist heute wieder gut, dann ist toll, ja. Wenn du diese Dinge abgelegt hast, weil du jetzt weißt, du hast einen guten Vater, dann ist das ganz toll, ja. Dann ist es das, was Jesus wollte, ja, weil Jesus will uns ein Leben geben im Überfluss, ja. Und ein Weise hat genau das Gegenteil. Ein Weise lebt immer und denkt immer aus dem Mangel heraus. Menschen, die immer auf das Problem starren, ist auch ein Stück Waisenmentalität. Die immer über ihre Probleme reden müssen. Die immer darüber reden müssen, wie schlecht es ihnen geht. Ja, das ist, du musst mich jetzt bemitleiden. Aber sie bleiben da stecken, in ihrem Mangel. Wenn du immer über das nachdenkst, was gerade nicht läuft, dann bleibst du auch in dieser Mangelmentalität stecken. Bist du noch ein Waisenkind? Bist du noch ein Waisenkind oder bist du schon dahin gekommen, wirklich ganzheitlich, mit allem, was du bist, ein Sohn oder eine Tochter zu sein? Ja, das ist so ein bisschen Hausaufgabe für die nächsten Wochen. Mal zu schauen, ja, wo habe ich noch diese Waisenmentalität? Und nein, ich kann da nicht für dich beten und es ist weg. Es ist kein böser Geist von außen. Es sind Festungen in unserem Denken, in unserem Fühlen. Und das ist auch nicht speziell für dich. Ja? Das haben wir alle. Das hat jeder Mensch, der nicht wirklich tief innen drin verstanden hat, ich bin Gottes Kind. Und selbst wenn du das hast, wenn es hart auf hart kommt, kann das passieren, dass du wieder in diese Waisenmentalität hineinrutscht. Ja, das geht ganz schnell. Ja, also ich glaube, das haben wir alle gemerkt jetzt bei Corona, wie schnell das geht, dass wir wieder da reinrutschen. Ja? Waisenkinder sind raffgierig. Die horten die Sachen. Wow, kannst du dich an die Klopapier-Horte-Aktion erinnern im letzten März, April? Ja, wo die Leute mit 5 Pack Klopapier durch die Gegend gelaufen sind und noch stolz auf sich waren, dass sie so schlau sind, Klopapier zu kaufen. Ja, oder Nudeln und Reis, alles war weg, ja. Das ist Waisenmentalität, weil die nie wissen, wann gibt es wieder was. Ich meine, ich habe es nie verstanden, warum dieser Run auf Klopapier und Nudeln da war. Ich habe es nie wirklich verstanden, aber es war da. Die Menschen hatten Angst, dass sie kein Klopapier mehr haben. Hallo, wofür gibt es Wasser? Ja. Aber
Das ist diese Waisenmentalität. Die ist jetzt bei Corona wirklich ganz mächtig rausgekommen, dass die ganze Gesellschaft Waisenkinder sind. Weil wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann haben wir wunderbare Verheißung von unserem Gott und Vater. Jesus spricht in Lukas 12, 22, 30 und 31. Er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Ja? Jesus sagt ganz klar, sorgt euch nicht. Ich meine, es ist Sünde, wenn wir uns sorgen, weil Jesus sagt, wir sollen es nicht tun. Ja? Sorgt euch nicht. Lukas 12, 22, 30, denn nach diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Ja? Stell dir vor, Papa weiß, du brauchst Klopapier. Ja? Papa weiß, du brauchst Nudeln. Papa weiß, du brauchst was zu essen. Ja? Wir brauchen uns nicht sorgen um diese Dinge. Aber es gibt da eine kleine Bedingung. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja? Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann sind wir Angestellte vom Gott, wir sind seine Kinder und er versorgt seine Kinder. Wenn wir gieren nach den Dingen, dann ist unser Blick auf die Dinge gerichtet und nicht auf ihn. Und dann kann das mit der Versorgung auch mal nicht so gut klappen. Ja? Römer 8, 32, 33. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ja? Du fühlst dich schutzlos? Gott wird dich beschützen. Und er wird dich auch im Chaos beschützen. Ja? Er wird dich auch beschützen, wenn du gerade dich schutzlos fühlst und gerade tatsächlich schutzlos bist. Er wird deine Seele beschützen. Ja? Ich wurde in einer Ehe geschlagen. Aber in dem Moment, wo ich Jesus hatte, hat sich grundsätzlich was geändert darin. Ja, ich wurde immer noch geschlagen, aber es war anders. Es hat nur noch meinen Körper getroffen, nicht mehr meinen Geist, nicht mehr meine Seele. Und irgendwann hat er dem ein Ende gesetzt. Ja. Und es ist nicht so, dass Gott uns vor allem irgendwie abschirmt. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich mit Gott oder ohne Gott durch eine schwierige Zeit geht. Ja. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Ja. Wir vergessen das so oft. Gott ist für uns. Ja. Was soll mich irgendeine Kritik von irgendjemandem, der meint, wieso predigst du, du bist eine Frau? Ja. Oder wieso predigst du und hast eine Hose an? Oder irgend so ein Zeug. Ja, wieso soll mich das irgendwie stören? Ja? Mhm. Wenn Gott für mich ist, was soll das dann? Ja, ja, ja. Immer machen lassen. Immer machen lassen. Ja? Ja, wenn es jemand mir sagen würde, du, was du da gesagt hast, das steht nicht in der Bibel, dann würde ich sagen, okay, warte mal, das gucke ich nochmal nach. Ja, vielleicht habe ich mich da getäuscht. Ja, aber du hast blaue Haare, du darfst nicht predigen, das gilt nicht. Ja. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja. Gott ist nicht geizig. Gott hat das Beste für uns gegeben. Das Allerliebste hat er für uns hingegeben. Und wir fürchten uns, ihn um einen Parkplatz zu bitten. Oder, ja, ich weiß ja nicht, ob ich Gott um so eine Kleinigkeit beten kann, weil der hat doch bestimmt genug zu tun mit den Kriegen dieser Welt. Hallo, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Er kann gleichzeitig sich um die Kriege kümmern und um deinen Parkplatz. Oder darum, dass du nicht warten musst, wenn du irgendwo hin musst. Oder alles Mögliche, ja. Er möchte uns alles schenken. Mhm. Er schenkt dir auch Arbeit. Er schenkt dir einen Partner, wenn du einen möchtest. Wenn du dir das antun willst.
Ja, das ist gut. Der Mensch soll nicht alleine sein. Er schenkt dir Kinder, wenn du welche brauchst. Ja? Und wenn keine eigenen, dann andere, für die du sorgen kannst. Ja? Er schenkt dir Anerkennung. Er schenkt dir Gesundheit. Er wird uns alles schenken. Aber wir müssen auf ihn schauen. Und nicht selber kämpfen und nicht selber machen und tun oder uns an Menschen lang dran krallen. Oh, Pastor, du musst mir Frieden geben. Nein, muss der Pastor nicht. Ja? Pastor kann dir den Weg zeigen zum Frieden. Und kann dir sagen, ja, ich kann für dich beten. Und ich kann dir zeigen, wie du beten kannst. Ja? Aber du bist verantwortlich für das, was du da oben machst. Ja? Nicht dein Pastor, nicht dein Leiter, nicht deine Chefin, niemand. Auch nicht dein Nachbar. Du bist verantwortlich für die Gedanken, die du in deinem Kopf zulässt. Und wenn du da zulässt, dass du diese ganze Waisengeschichte da immer wieder hochholst, ja, dann bleibt deine Waisenmentalität, aber das macht nicht glücklich. Waisenkinder sind selten glücklich. Ja? Sie sind glücklich, wenn sie jemanden finden wie Maria Prejean oder Heidi Baker und die sie aufnehmen. Dann sind sie glücklich. Aber auch sie brauchen eine Weile, bis sie das verstehen. Ja? Die erzählen immer, wie die am Anfang drauf sind. Ja? Dass sie es überhaupt nicht verstehen können, dass sie plötzlich geliebt sind, dass sie plötzlich dazugehören, dass sie plötzlich genügend haben, dass sie nicht das Essen horten müssen, weil es immer wieder jeden Tag was Neues gibt. Ja? Gott möchte uns alles schenken. Und wenn wir so diese Hoffnungslosigkeit, das ist auch noch was, Waisenkinder sind hoffnungslos. Ach, das wird ja nie was. Ja, und die haben auch einen Grund, hoffnungslos zu sein. Ja, aber wir nicht. Jeremia 29,11, da steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, hallo? Mitten in Corona, es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung ist nicht, es wird irgendwann einen Impfstoff geben. Die Hoffnung ist nicht, irgendwann wird es ein Medikament geben. Die Hoffnung ist nicht, wenn wir uns alle genügend zurückhalten, dann wird alles wieder gut. Die wirklich wahre Hoffnung ist, selbst wenn ich an Corona sterbe, bin ich im Himmel. Das ist die wirklich wahre Hoffnung. Ja? Die wirklich wahre Hoffnung ist, wenn ich Corona kriege, wird Gott mich da durchziehen. Er wird mich da durchleiten. Wenn ich durch Corona meinen Job verliere, wird Gott mir etwas anderes geben. Wenn ich durch Corona keine normalen Gottesdienste mehr machen kann, dann wird Gott mir helfen, das Ganze auf YouTube zu stellen. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er heißt Gott der Hoffnung. Ja? Und er hat Gedanken der Hoffnung für uns. Er möchte uns Zukunft geben. Und diese Zukunft ist nicht nur die nächsten 20, 30 Jahre. Diese Zukunft ist eine Zukunft für die Ewigkeit. Wow. Wow, wir haben Zukunft für die Ewigkeit. Ja? Das ist genial. Warum soll man sich Sorgen machen? Ja? In Markus 7, 27 spricht Jesus mit dieser kanaanitischen Frau, die unbedingt will, dass er ihre Tochter von Dämonen befreit. Vielleicht fühlst du irgendwie so eine Schwere auf dir, eine dämonische Belastung. Ja? Die muss nicht in dir drin sein, die kann einfach nur dauernd wiederkommen. Sowas wie Depression, sowas wie eine Schwere, sowas wie Angstzustände, Sucht oder sonst was. Ja? Jesus sagt, lass die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Und ich habe schon 1000 Predigten darüber gehört, wie Jesus diese Frau beleidigt, indem er sie als Hund bezeichnet. Aber ich glaube, Jesus hatte einfach nur so ein ländliches Bild von einer Familie und die hatten alle Hunde. Die hatten Hunde, weil Hunde geholfen haben, das Ungeziefer fernzuhalten und so weiter, ja. Und ich hatte früher auch einen Hund und der saß immer am Tisch und hat gebettelt. Ja? Und Jesus hatte dieses Bild, dass die Kinder essen
Und die Hunde betteln nebendran und jemand nimmt das Brot von den Kindern und gibt es den Hunden. Vielleicht, weil die Hunde lauter jaulen. Ich hatte bei meinem Vater oft das Gefühl, der mag seinen Hund lieber als mich. Ja? Ja, es gibt Menschen, die können mit Hunden besser, die lieben ihren Hund mehr als ihren Ehepartner oder ihre Kinder oder sonst was, weil der Hund widerspricht ja nicht. Ja? Und er ist ja immer schön brav. Und da muss man auch nicht irgendwie, ja, es gibt wirklich viele Menschen, die lieben Hunde mehr als Menschen. Ja? Und ich glaube, dass Jesus das im Kopf hatte und nicht, dass er diese Frau beleidigen wollte. Ja? Es ist einfach eine ganz normale Szene. Die Leute essen, die Hunde betteln. Ja? Und die Frau hat das auch so gesehen. Ja, klar. Und er hat die Szene weitergespielt. Okay, aber warte mal, da fällt was auf den Boden. Und das, was auf dem Boden ist, essen die Hunde. Ja, die brauchten damals nicht fegen. Ja? Ich hatte immer einen Hund. Ich brauchte nicht fegen. Der hat alles abgeschlabbert. Weg war's. Ja? Aber das Wichtige ist hier, dass Befreiung für die Kinder Gottes ist. Befreiung ist das, die Nahrung für die Kinder Gottes. Das steht uns zu. Es steht dir zu, dass du von deinen Dämonen, die dich verfolgen, die dir immer wieder die dunkle Wolke aufs Hirn stopfen wollen, es steht dir zu, dass du davon frei wirst. Du hast die Autorität zu sagen, hier, weißt du was, dunkle Wolke, ich will dich jetzt nicht, verschwinde in Jesu Namen. Es ist dein Recht. Es ist dein Brot. Es gehört dir. Es steht dir zu. So wie das Brot auf dem Tisch den Kindern zusteht, so steht dir Befreiung zu. Funktioniert aber nur, wenn du das weißt. Ja? Wenn du dich nicht als das arme Opfer fühlst, was hilflos ist und nichts tun kann. Und denkst, vielleicht will Gott mir ja nur eine Lektion erteilen. Yeah. Ha, noch eine schöne Geschichte von den Steuern. Also nur weil wir Kinder Gottes sind, heißt es nicht, dass wir nicht mehr den Obrigkeiten in unserem Land gehorchen müssen. Ja? Das heißt nicht mehr, nicht, dass wir sagen, ach, ich bin nur ein Kind Gottes, ich brauche ja keine Steuern zu bezahlen. In Matthäus 17, 24 fängt es eigentlich an, da ist die Geschichte, Petrus wird draußen von einem Pharisäer angemacht, zahlt ihr überhaupt die Tempelsteuer, du und dein Meister? Und Petrus so, ja. Ja? Ich glaube, er hat sie nicht bezahlt, aber ja. Was sagt er erstmal? Und dann kommt er zu Jesus. Und Jesus hat wieder mal durch die Wand durchgeguckt und hat es mitgekriegt. Ja? Und Jesus sagt, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagt zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Ja, wir brauchen doch keine Steuern zahlen. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du ihm sein Maul öffnest, wirst du einen Starter, das ist eine Doppeldrachme, so viel hat es gekostet, finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Jesus, das ist der Hammer. Ja? Jesus stellt erstmal klar, also eigentlich müsste ich jetzt ja nicht die Tempelsteuer bezahlen. Aber andererseits ist es schon besser, wir machen das. Weil wir wollen ja nicht, dass die sagen können, wir sind ungerecht. Ja? Wir wollen nicht, dass die Nicht-Christen sagen, ah, die Christen, die bescheißen bei ihrer Steuererklärung. Die Christen, die mogeln. Die meinen, sie sind was Besseres und die mogeln. Ja? Die nehmen die Kugelschreiber mit aus der Arbeit. Die telefonieren während der Arbeitszeit. Oder schreiben private E-Mails während der Arbeitszeit. Wollen wir nicht, ja. Aber gleichzeitig zeigt der Simon Petrus, dass es eigentlich der Vater im Himmel ist, der für ihn die Steuern zahlt, ja. Weil ich meine, Fisch mit einem Stück Gold im Mund, ich meine, das ist echt crazy, oder?
Aber Gott kann das. Ja? Vielleicht schickt er dich nicht angeln, wenn du deine Steuererklärung machst. Nein, vielleicht gibt er dir einfach nur irgendwas von der anderen Seite wieder, was du verlierst, weil du deine Steuererklärung ehrlich gemacht hast. Ja, er kann das. Er findet immer Mittel und Wege. Ja? Und wenn's irgendwie ein Geschenk ist, was dir jemand macht, wenn dir jemand einen Briefumschlag in den Postkasten macht oder sagt, du, ich habe auf dem Herzen, dir das und das zu schenken. Oder du wolltest Stühle kaufen und zufällig redest du mit deiner Freundin drüber und sie sagt, ach, ich habe noch zwei da rumstehen, die kannst du gerne haben, die sind mir eh im Weg. Und schon hast du wieder Geld gespart. Ja? Gott kann das. Ja? Ich meine, wenn ein Fisch mit Gold füttern kann, um die Tempelsteuer für Petrus und Jesus zu bezahlen, dann kann er das in deinem Leben auch. Ja? Aber das Ding ist, wir müssen auf ihn schauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass wenn wir das Richtige tun, er uns versorgt mit allem. Epheser 5, 1 bis 2 und 8. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Du kannst nichts geben, was du nicht hast. Du kannst nicht lieben, wenn du nicht vorher geliebt wurdest. Waisenkinder können nicht lieben. Sie können nur missbrauchen und gebrauchen. Ja. Aber lieben können sie nicht, weil sie keine Liebe bekommen haben. Und deswegen, wenn wir nicht lieben können, dann weil wir die Liebe Gottes noch nicht bekommen haben. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir sind geliebt. Wir haben diese Identität. Wir sind geliebte Kinder Gottes. In Römer 8, 17. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist und unser Geist sind beide einig. Wir sind Kinder Gottes. Und in dem Moment haben wir diese Identität und das ändert alles. Wir brauchen diese ganzen weisen Angewohnheiten nicht mehr. Die kleben vielleicht noch an uns fest, weil wir bis jetzt uns noch nicht drum gekümmert haben oder weil wir gedacht haben, das ist ja normal, das macht ja jeder. Ja, das sehen wir auch in den Kirchen ganz oft. Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken, Gier, Geiz. Ach, ich kann doch meinen Zehnten nicht geben, dann habe ich ja nichts mehr. Und so weiter. Ja. Aber es ist alles eine Waisenmentalität. Und Jesus sagt ganz klar, du bist kein Waise mehr. Der Moment, wo du zu Jesus Ja sagst und glaubst, bist du ein Kind Gottes. Und dann hast du den reichsten, mächtigsten, gütigsten und besten Papa der Welt. Der nur darauf wartet, dass du kommst zu ihm und sagst, du Papa, ich habe da ein Problem. Ich habe Angst um meinen Job. Ich fürchte mich. Oder ich bin krank. Oder ich habe immer wieder diese Bedrückung. Was soll ich machen? Ja? Ich werde immer wieder angegriffen. Was soll ich tun? Ich bin neidisch. Was soll ich machen? Ja? Ich brauche das oder das. Ich brauche ein neues Auto. Ich brauche Liebe. Ich brauche Fähigkeiten. Was auch immer. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir kommen. Er freut sich. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Das heißt aber nicht, dass er uns das gibt, ohne dass wir bitten. Er weiß, was wir brauchen, deswegen hat er das schon gekauft. Ja? Manchmal, als Elternteil, kaufst du etwas, was du weißt, dein Kind wird das demnächst brauchen, aber du bewahrst das so lange auf, bis du weißt, entweder das Kind weiß jetzt selber, dass es das braucht, oder das Kind ist auch dazu fähig, damit umzugehen. Ja? Du kaufst vielleicht deinem Kind ein Auto, weil du gerade irgendwie einen Geldsegen hast. Kind hat aber noch keinen Führerschein. Also gibst du ihm das noch nicht, oder? Du kaufst deinem Kind ein Fahrrad, kann aber noch nicht fahren. Also
Leihen wir erstmal das weiter vom Nachbarn, weil kleiner ist mit Stützrädern. Und sobald es das kann, schenkst du ihm das große Fahrrad. Gott weiß, was wir brauchen. Er hat auch alles für uns schon vorbereitet. Riesengroße Lagerhäuser da oben. Alles da. Aber wir müssen bitten. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus sagt, bittet darum. Und es wird euch gegeben. Klopft an, es wird euch aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Aber sucht bitte an der richtigen Adresse. Bist du ein Weise? Oder bist du schon ein Kind Gottes? Bist du dir bewusst, dass du ein Kind Gottes bist? Und was das alles zu bedeuten hat? Du bist königliches Geschlecht, priesterliches Geschlecht. Weißt du das schon? Oder vielleicht hast du noch nie Ja gesagt zu Jesus. Dann tue das. Dann tue das. Und dann bist du ein Kind Gottes. Und dann brauchst du diese ganze weiße Mentalität nicht mehr. Die kannst du ablegen wie ein altes Kleid. Leg den alten Menschen ab, das ist dieser Weise. Und zieht den neuen Menschen an, das Kind Gottes, sagt Paulus. Ja, lass uns noch zusammen beten, damit es wirklich in uns reinschlupft und rutscht. Legt eure Hand aufs Herz und sprecht mir einfach nach. Ich bin kein Weise mehr. Ich bin kein Weise mehr. Und ich brauche mich nicht mehr selber zu beschützen. Ich brauche mich selber nicht mehr zu beschützen. Zu versorgen. Zu versorgen. Ich brauche keine Identität mehr zu erfinden. Ich brauche keine Identität mehr zu erfinden. Weil ich eine habe. Weil ich eine habe. Ich bin ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. Ich bin eine Tochter des lebendigen Gottes. Ich bin königliches Priestertum. Ich bin königliches Priestertum. Ich bin geschaffen. Ich bin geschaffen, um Gott Ehre zu geben. Um Gott Ehre zu geben. Und ich lege alles ab. Und ich lege alles ab, was an weisen Mentalität noch in mir ist. Was an weisen Mentalität noch in mir ist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir in den nächsten Tagen zeigst, dass du mir in den nächsten Tagen zeigst, wo ich noch denke und fühle wie ein Waisenkind. Wo ich noch denke und fühle wie ein Waisenkind. Wo ich mich noch verhalte wie ein Waisenkind. Wo ich mich verhalte wie ein Waisenkind. Tipp mir auf die Schulter, wenn du das in mir siehst, Heiliger Geist. Tipp mir auf die Schulter, wenn du das in mir siehst, Heiliger Geist. Und hilf mir, dich, Vater, wirklich zu erkennen. Und hilf mir, dich, Vater, wirklich zu erkennen. Als das, was du bist. Als das, was du bist. Ein liebender, gütiger Vater. Ein liebender, gütiger Vater. Ein mächtiger Vater. Ein mächtiger Vater. Der es gut mit mir meint. Der es gut mit mir meint. Der stolz auf mich ist. Und der mich für das liebt, was ich bin. Der mich für das liebt, was ich bin. Und nicht für das, was ich leiste. Nicht für das, was ich leiste. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, also ihr habt Hausaufgaben. Und wenn ihr was dazu sagen wollt, dann schreibt eine E-Mail oder macht was in die Bemerkungen, in den Chat hinein. Oder fragt mich einfach, wenn ihr mich kennt. Und ich freue mich auf eure Feedbacks. Tschüssi, tschüssi. Seid gesegnet und bleibt schön gesund. Und ihr seid Kinder Gottes. Amen. Amen.